So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Homeworld. Oh, da sind die Dreadnoughts. Dreadnoughts. Das ist ein Dreadnought. Ich krieg immer die ja. Ich vertausche immer den. So, wir müssen uns erstmal relativ bedeckt halten, weil die Dreadnought, die Schlagkreuzer, versuch keinen englischen Begriff zu verwenden, den du nicht weißt, was er bedeutet. Gruppe 7 zugewiesen. Oh, ich habe jetzt aber viel zu viele normale Geschützplattformen. Fregatte verloren. Frigate Gruppe 7 wurde verstärkt. Group 7 has been verstärkt. 1, 2, 3, 4, 5 sind. Und wenn wir die besiegen könnten, was durchaus möglich sein sollte, denn viel Minions, nenne ich es mal, oder Pamphlet, wie ich es in der letzten Folge genannt habe, wo ich genau weiß, dass dieser Ausdruck damit nichts zu tun hat. Wir können keine weiteren Einheiten unterhalten. Solange unsere Schiffe noch hinter den Plattformen... Jetzt haben die Schlagkreuzer den Angriff auf die Plattform begonnen. Das bedeutet für uns, wir haben jetzt, sind jetzt am Zug anzugreifen. Ionengeschützturm fertig. Feind neutralisiert. Warten auf Einsatzbefehle. Fregatte verloren. Denn im Moment konzentriert er sein Feuer auf die Plattform und das heißt, wir können jetzt unser Feuer auf sie konzentrieren, ohne großen Schaden zu nehmen. Vor allen Dingen sind die, glaube ich, sogar out of range von den Plattformen. Also die haben mehr Range als die Plattform. Fregatte verloren. Frigate lost. Angriff abgeschlossen. In Warteschleife eingeschwenkt. Wo ich jetzt die neuen Plattformen einfach hier vorne platziere. Fies wie ich bin. Und dann will ich mal sehen, was er macht. Plattform entfernt sich. Kampfgruppe meldet Feindkontakt. Kampfgruppe meldet Feindkontakt. Roger. Melden Bereitschaft. Kampfgruppe unter feindlichem Angriff. Wir haben Feindkontakt. Verstanden. Bereit. Plattform bereitet Transport vor. Bestätigung. Plattform bereitet Transport vor. Jetzt kommen halt seine Minions. Aber wenn ich die Schlachtkreuzer zerstöre, sollte ich eigentlich relativ gut in der Lage sein, den jetzt komplett zu vernichten. Im Moment habe ich noch genug Feuerkraft, um den Schlachtkreuzern Gefahr zu geben. Gefährlich zu werden. Noch den Schlachtkreuzer, dann hat er nur noch zwei Schlachtkreuzer und ich habe im Moment noch zwei. Ein Trägerschiff von mir ist leider noch ein bisschen beschädigt, aber das ist nicht so schlimm. Feindkontakt, dann mal los. Melden ich habe im Moment noch. Gut, jetzt noch ein Schlagkreuzer zu vernichten und dann bin ich schon, was die Schlagkreuzer zumindest angeht, weit voraus. Ihm weit voraus, so rum. Und es sieht ziemlich gut aus im Moment, weil meine Plattformen noch leben. Gruppe 3 wurde vernichtet. Und die Plattformen sollen, wenn möglich, den Schlagkreuzer mit angreifen. Um mir die Schlagkreuzer viel schneller vernichten zu können. Kampfgruppe unter Beschuss. Ionengeschützturm fertig. Gruppe 10. Kampfgruppe meldet Feindkontakt. Ion-Plattform greift die Schlachtkreuzer. Zerstörer nimmt schweren Schaden. Bereit. Melden Bereitschaft. Kampfgruppe unter feindlichem Angriff. So, das war jetzt. Jetzt sind meine Zerstörer kaputt. Er hat aber jetzt nur noch einen Schlipper-Schlachtschiff, was er nämlich gerade eben noch nachgeschickt hat, glaube ich. Und wir haben noch. Eine halbwegs gute Anzahl an Bombern. Haben aber jetzt keine Fregatten mehr. Und nur noch die Plattform. Subsysteme angepeilt. So, jetzt noch den letzten. Und dann hat er vielleicht noch welche nach im Nachbau, sage ich mal. Melden uns zur Stelle. Verstanden. Kampfgruppe unter Beschuss. Mutterschiff. Melden Bereitschaft. So, der soll wieder Ionenstrahlplattformen bauen. Der soll auch Ionenstrahlplattformen bauen. Der Fregatten habe ich keine mehr, gell? Soll Ionenfregatten bauen? Der soll mal Flakfregatten bauen. Oh! Puh! Mein Superschlachtschiff kriegt aber auch gerade derben Schaden. Gruppe 10 hat verstanden. Schlachtschiff wird angegriffen. Befreundete Einheiten unter Beschuss. Greifen ein. Superschlachtschiff, Rückzug. Rohstoffernteschiffe. Ionengeschützturm fertig. Machen wir es mal so. Feindkontakt. Dann mal los.
Ionengeschützturm fertig. So, so macht man das. Dann sollte sich meine Armee ein wenig zurückziehen, um wieder in der Ionenplattform-Reichweite zu bleiben. Weil meine Ionenplattform... Alter, wie viel... Wie viel Schrott hier rumliegt. Einfach nur durch unseren kleinen Kampf, den wir jetzt die ganze Zeit hatten. Kampfgruppe geht in Stellung. Feindkontakt. Dann mal los. Bestätigt. Rückzug. Bereit halten und eingreifen. Wir haben Gesellschaft. Verlassen. Kampfgruppe geht in Stellung. Passiv. Rückzug. Ionengeschützturm fertig. Obwohl man den letzten Zerstörer auch noch kurz zerstören könnte. Viel hat er auch nicht mehr halt. Im Moment. Gruppe 4 wurde vernichtet. So, Ionenfregatte. Ich glaube, ich werde gar nicht mehr so viele brauchen. Deswegen lasse ich mal die Produktion von den Ionengeschützfregatten aus und gehe lieber auf die Torpedofregatten. Die Plattform lasse ich mal auch erstmal aus und schaue, dass ich mal meine Bomber wieder nachproduziert bekomme. Ist mir gerade egal. Ionengeschützturm fertig. Gruppe 7 meldet sich. Weil, wie man sieht, es ist nicht mehr viel dort von seiner Armee. Gruppe 10, Rückzug. Vor allen Dingen die hier, die sollen docken und sich reparieren lassen. Ionengeschützturm fertig. Ich habe noch Geschütztürme. Die sollen mal einen Großteil der Armee, der Arbeit übernehmen. Dafür habe ich sie ja. Dann bauen wir Helis, 6 Helis und 6 Pulsar-Helis hier noch nach. 6 Pulsar-Helis. Roger. Melden uns zur Stelle. Da sind noch mehr Plattformen, die wir einsetzen können. Plattform bereitet Transport vor. Schiff wird angegriffen. Gruppe 10 meldet sich zur Stelle. Unterstützen befreundete Einheiten. Gut, es sieht im Moment eigentlich ziemlich gut aus. Wir brauchen aber unbedingt Anti-Kleinsgedöns-Einheiten. Deswegen waren jetzt die ganzen Ionenschutzregatten eigentlich wieder ein bisschen für den Allerwertesten. Danke, Flakfregatte, dass du dumm rumstehst. So, es reicht eigentlich mit einem guten Zug. Greift mal an. Auf dem Weg. Bomberstaffel fertig. Bomber Squadron complete. Gruppe 10 wurde verstärkt. Mutterschiff. Melden Bereitschaft. Gruppe 10 melden Bereitschaft. Im Grunde kann man folgendes machen. Alles hier vorne auswählen. Rohstoffsammelschiff wurde vernichtet. Und ist mir gerade egal. Subsystem verloren. Die Plattform rausziehen. Und die Plattform rausziehen. Zack, meine neue Gruppe 10. Und guckt einfach nur, das muss halt nur gucken, dass ich immer so ein bisschen hier einen Schaden rausholen kann. Und den immer ein bisschen weiter dezimieren. Im Moment sieht es danach aus, als würde eigentlich gar nichts mehr groß von ihm kommen. Flakfregatte fertig. Rohstoffsammelschiff wurde vernichtet. Gruppe 5 meldet zu. Gruppe 7 hat den Gegner besiegt. Gruppe 10. Melden Bereitschaft. Gruppe 10 meldet Bereitschaft. Obwohl, der kommt wieder ein bisschen Nachschub, aber das ist nachproduzierte Armee. Was in der Hinsicht echt nicht viel ist. Ist eigentlich gerade egal, ob ich Rotschiff-Sammelschiffe mehr habe. Mutterschiff. Helikorvettenstaffel fertig. Rückzug. Ihr sollt mal in der Fregattenlinie bleiben. Kampfgruppe erkannt. Roger. Und euch wirklich mal hinter der Armee hinstellen. Dann muss ich neuen Sammelpunkt einstellen. Bomberstaffel fertig. Flakfregatte fertig. Sollen wir mal hier hin? Dass nämlich nicht alle neuen Schiffe direkt dorthin fliegen, wo sie gerade nicht gebraucht werden. Verstanden. Weil, was bringt mir das, wenn dann die ganzen neuen Schiffe vorne rumstehen und dann instant getötet werden? Macht ja keinen Sinn. Fregattenlinie. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. So. Da werden noch die Helis nachgebaut. Hier sind immer noch die Bomber im Bau. Mutterschiff. Oh, hier kommt jetzt einiges an Pamphlet. Wir sehen es einfach immer Pamphlet. Ich weiß, dass es irgendwas anderes ist. Ich weiß zwar nicht mal was, aber sowas anderes. Bomberstaffel fertig. Ganz viel Kleinstgemüse. Gut, dass ich Torpedo- und Flakfregatten im Moment aufgebaut habe. Bauen wir mal die Torpedo-Fregatten aus. Und die Flakfregatten aus. Der macht immer, sie macht noch weiter. Das ist ja eine Sie. Unser Bordcomputer. Unser Floco. Flottenkommando.
Wie viele Rohstoffe hier auch rumfliegen, das ist brutal. Das ist noch ein Schlachtkreuzer, aber nur noch einer im Vergleich zu unseren drei, die wir haben. Wie viel Reichweite? Oh, der hat das super Schlachtschiff mit einem angefangen. Fuck. Das war jetzt scheiße. Kann man geladen. Wo haben wir. Habe ich jetzt überhaupt gespeichert nochmal oder müssen wir jetzt alles neu machen? Zeitkontakt. Dann mal los. Ne, ich habe sogar alles gespeichert. Na, kurz vor den Viechern. Da waren wir nämlich gerade am Anfang der Folge. Ah, fick euch doch. Ionenfregatte wird angegriffen. Mutterschiff. Roger. Ionengeschützfregatte schwer beschädigt. Dann, Gruppe 10 hat verstanden. Bereit. Gut, das war jetzt Assi Fail, dass er das Ding noch kaputt gekriegt hat. Roger. Melden uns zur Stelle. Leck in der Bordwand. Leck in der Bordwand. Bereit. Gruppe 10 wurde verstärkt. Einfach nur rückziehen. Zurückziehen. Im Kampf weiter bewegen. Fregatte verloren. Feind neutralisiert. Warten auf Einsatzbefehle. Und warten, bis er halt den ersten Angriff mit seinen Schlachtkreuzern macht. Sammelschiff erwartet Befehle. Und dann nochmal den gleichen Mist wie gerade eben nochmal. Was hat Spaß macht. Oh Mann, warum habe ich den jetzt verloren? Geschützturm fertig. Wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten. Gruppe 10 meldet Feindkontakt. Bereit. Roger. So, jetzt könnt ihr aber auf jeden Fall angreifen. Gruppe 10 meldet sich zur Stelle. Kampfgruppe. Nein, die greifen jetzt schon an. Unterstützen befreundete Einheiten. Erstmal gucken, dass man das Gemüse ein bisschen kaputt kriegt. Auf Angriff vorbereiten. Ionengeschützturm fertig. Angriffsvektor festgelegt. Melden uns zur Stelle. Bestätigung. Kampfgruppe meldet Feindkontakt. Alter, wie viel Gemüse der da hat. Feindkontakt. Das ist ja nicht mehr normal. Ionengeschützturm fertig. Wie groß ist der Schaden? Verstanden. Subsysteme angepeilt. Sieht aber jetzt schon ein bisschen besser aus gegen das Gemüse. Kampfgruppe auf Gefechtspositionen. Bereithalten und eingreifen, wir haben Gesellschaft. Verfolgen Zielobjekte. Bereit. Melden Bereitschaft. Melden Bereitschaft. Bestätigt. Kampfgruppe unter feindlichem so, Angriff. So, Angriff. Plattform und soll ich die komplette Krabbgruppe... Schlachtschiff wird angegriffen. Kampfgruppe, yeah. Dann mal los. Fregatte verloren. Wir dann haben um die Schlachtkreuzer kümmern. Ionengeschützturm fertig. Ionenfregatte wird angegriffen. Alle sollen angreifen. Subsysteme angepeilt. Bestätigt. Angriff auf den Schlachtkreuzer und versucht ihn zu vernichten. Als wären eh erstmal die Fregatten vernichtet. Ionengeschützturm fertig. Alter, was für eine Reichweite aus seinen Angriffen haben von seinen Schlachtkreuzern. Das ist nicht normal. Fregatte verloren. Fregatte lost. Leck in der Bordwand. Leck in der Bordwand. Kampfgruppe unter feindlichem Angriff. Bumm. Auf den nächsten. Fregatte verloren. Natürlich gehen mir die Fregatten jetzt kaputt. Ja, natürlich immer noch auf die drauf geht. Mach Baumenüs aus. Ionenfregatten nachbauen. Ionenfregatten nachbauen. Geschütztürme nachbauen. Immer noch ein bisschen ausgewogen versuchen. Versuchen ein bisschen ausgewogen zu bleiben. Ionengeschützturm fertig. Meine Super Schlachtschiff ist im Moment noch im ziemlich guten Zustand. Im Moment. Fregatte verloren. Geschützturm fertig. Jetzt leben noch ein paar Dreadnoughts. Da, Dreadnoughts. Fregatte verloren. Super Schlachtschiffe. Ionenfregatte wird angegriffen. Aber das Tolle ist halt, dass er die Plattform angreift. Fregatten verrecken zwar immer noch wie blöd. Wir haben Feindkontakt. Alle Mannschaften. Alarmstufe rot. Ionengeschützfregatte schwer beschädigt. Kampfgruppe unter Beschuss. Wir haben Feindkontakt. Ionengeschützturm fertig. So. Unterstützen befreundete Einheiten. Auf den, Zerstörer nimmt schweren Schaden. Das nächste Schlachtschiff. Schlachtschiff wird angegriffen. Zerstörer verloren. Melden Bereitschaft. Verstanden. Plattform entfernt sich. Gruppe 3 wurde besiegt. Bestätigung. Bereit. Kampfgruppe unter Beschuss. Plattform bereitet Transport vor. Nächster Schlachtkreuzer.
Gruppe 7 meldet Feindkontakt. Obwohl man den Zerstörer auch noch schnell kaputt machen kann. Der soll, der geht relativ schnell down. Und ist auch wieder ein bisschen weniger Schaden, den er machen kann. Der hat meine Fregattenanlage vernichtet. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass er sowas macht. Technikabteilung meldet Schaden. Hangars sind bereit. Gruppe 10 meldet bereit. So, Zerstörer. Ionengeschützturm fertig. Gruppe 7 wird angegriffen. Befreundete Einheiten unter Beschuss greifen ein. Fregatte verloren. Wir haben Feindkontakt. So, das letzte Schiffchen von ihm. Kampfgruppe unter Beschuss. Melden uns zur Stelle. Plattform entschärft sich. Jetzt haben wir aber auch deutlich mehr Geschützplattformen, um halt gegen sein Kleinzeug gut gewappnet zu sein. Die Bomber gehen mal aufs Trägerschiff, wenn es schon mal so dumm da rumsteht. Weil die D hat er keine Chance, ein einziges von dem. Mein Trägerschiff sollte auch ziemlich gut kaputt gehen. Und klaut ihm halt auch einiges an Feuerkraft. Dann mal los. Fregatte verloren. Gruppe 10 hat verstanden. Mutterschiff. Wir haben Feindkontakt. Montage läuft. Roger. Was sind denn das? Jungschiffsplattform? Bauen wir hier mal mehr Geschützplattformen. Produktion läuft. Und bauen hier so Ionenfregatten. Dann auch Ionenfregatten. Dann machen wir melden da die Geschützplattform. Bereit. Melden uns zur Stelle. Montage läuft. Na gut. So. Montage läuft. Mutterschiff. Gruppe 10 hat verstanden. Bestätigt. Gruppe 2 hat verstanden. Kampfgruppe unter feindlichem Angriff. Unterstützen befreundete Einheiten. Ich ziehe mich lieber kurz zurück. Andock, mit den Bombern. Bereithalten und dann machen wir hier die Fregatten kurz raus und gucken, dass wir noch ein paar Bomber nachbauen. Weil die Bomber sind, leben zwar noch. Moment. Gruppe 10. Geschützturm fertig. Im Moment sieht es auch gar nicht so schlecht aus für mein Superschlachtschiff. Bomber Mutterschiff. Sollen die Plattform soll mal vorfliegen und hier mal ein bisschen Verteidigung wieder aufbauen. Geschützturm fertig. Aber wie viel an Ressourcen hier rumfliegen, wie viele Trümmer. Moin Güte. Aber ich würde mal sagen, ich speichere jetzt mal, jetzt wo wir mal halbwegs was geschafft haben. Und die nächste Welle von Schiffen werden wir dann in der nächsten Folge versuchen zu verteidigen oder zu zerstören. Das war die 35. Folge unseres Let's Plays zu Homeworld 2. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over and out.